was bisher geschah. Na gut, Hokus Pokus allerlei, aus einer Greta werden jetzt zwei. Wow, Molly, du hast es wirklich geschafft, du hast mich verdoppelt. Hallo. Und mein Doppelgänger sieht genauso aus wie ich. Nur der rote Streifen am Hals ist etwas dicker als auf meinem T-Shirt. Aber ansonsten haargenau wie ich. Na ja. Ihr habt ja lustige Sachen gemacht. Greta? Mist. Los, versteck dich unter dem Bett. Ist ja gut. Mit wem hast du denn gerade gesprochen? Mit mir selber. Okay. Machst du dich für die Schule fertig? Ich bin schon fertig. Wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sonst muss ich dich so oft erinnern. Heute aber nicht. Kann es nicht immer so sein? Mal gucken. Okay, kommst du dann gleich runter? Mach ich. Du kannst wieder rauskommen. Also heute ist wieder Schule. Und du gehst jetzt an meiner Stelle dahin. Cool, endlich! Den ganzen Tag hier rumhocken ist auf Dauer echt langweilig. Und dann kann ich mich mal den ganzen Tag ausruhen und machen, was ich möchte. Wie finde ich denn die Schule überhaupt? Heinrich kommt dich gleich abholen. Ich gehe dann zur Schule. Tschüss. Hey Greta, du hast deinen Ranzen vergessen. Wie willst du denn in der Schule lernen ohne deine Sachen? Ups, ich hole ihn schnell. Greta ist schon wieder so seltsam. Wieso kommst du denn wieder hoch? Ich brauche noch den Ranzen. Was ist denn bitte ein Ranzen? Ach ja, den habe ich dir vergessen zu geben. Das ist dieses Ding, da ist alles drin, was du brauchst. Ist der schwer. Ja, ich weiß. Ach, und noch was. Meine beste Freundin heißt Laura und sitzt in der Schule neben mir. Sei nett zu ihr. Claro, bin ich doch immer. Hallo Greta, du bist spät. Sonst bin ich doch immer zu spät. Können wir los? Du musst dann wohl Heinrich sein. Hey, ja klar, wer denn sonst? Der Weihnachtsmann wohl kaum. Hast du heute einen Scherz gefrühstückt oder was? War nur Spaß. Ach so. Bello, ich muss jetzt auch los. Aber ich bin bald wieder da. Lass dir den Tag nicht zu lang werden. Ich doch nicht. Endlich habe ich hier mal meine Ruhe und nachher seid ihr alle wieder da. Ich kenne das. Hallo Greta, hallo Heinrich. Ach, das muss Laura sein. Hallo Laura. Laura? Ich heiße nicht Laura. Weiß ich doch, war nur Spaß. Wer ist denn nun Laura? Jetzt weiß ich gar nicht, wo mein Platz ist. Greta, wo gehst du denn hin? Hast du vergessen, wo du sitzt? Hallo, ich war nur im Gedanken. Hey, na? Wollen wir uns mal wieder verabreden? Ja, klar, können wir machen. Guck mal, ich habe ein neues Freundebuch bekommen. Magst du als meine beste Freundin da als Erste reinschreiben? Kann ich machen. Ich nehme es mit nach Hause. Du kannst es auch jetzt ausfüllen. Wir haben ja noch Zeit, bevor der Unterricht beginnt. Na gut. Name ist einfach Greta. Geburtsdatum, habe ich vergessen. Adresse, die kennst du doch. Telefon kennst du auch. Keine Ahnung, also meine ist Vogelspinne. Wie man das schreibt, weiß ich nicht. Ich male einfach eine Spinne hin. Lieblingsfarbe schwarz. Lieblingsessen kenne ich auch nicht. Also meins ist Sushi. Hier, habe ich fertig. Das ging ja schnell. Greta, seit wann magst du Fisch? Ich dachte, du hast Fisch. Nö, jetzt liebe ich Fisch. Guten Morgen, meine Schüler. Guten Morgen, Frau Zackenzahn. Wir fangen gleich mit dem Unterricht an. Holt bitte die dünne Nuss raus. Eine dünne Nuss? Seit wann gibt es dünne Nüsse? Außerdem sind in diesem Ranzen keine Nüsse. Greta hat mir keine Nüsse eingepackt. Hast du dein Heft vergessen, Greta? Heft? Nein, Heft habe ich dabei. Dann hole es bitte raus. Es ist nicht das richtige Heft. Ach so, dann ist es das hier. Ganz genau. Im Musikunterricht. Es kann sich jeder ein Musikinstrument aussuchen und dann erzähle ich was dazu. Und ihr könnt es ausprobieren. So, hat jeder ein Instrument? Ja. Sehr gut. Greta, gut. Du kannst Gitarre spielen? Ja. Nimmst du Unterricht? Nö, ich kann es einfach. Mann, oh Mann, das nenne ich Talent.
Seit wann kannst du das? Das konntest du doch früher nicht. Jetzt kann ich es halt. Greta ist irgendwie komisch. Wer kommt denn da? Ich dachte, ich bin allein zu Hause. Etwa ein Einbrecher? Und ich habe verschlafen, wie die ins Haus gekommen sind. Hallo Bello, hast du auch so einen Hunger wie ich? Hä, Greta, was machst du denn hier? Die ist doch in der Schule. Das ist nicht Greta. Hey Bello, beruhig dich, riech an mir. Tatsächlich, aber wer ist denn dann vorhin aus der Tür rausgegangen? Bello, ich möchte dir ein Geheimnis anvertrauen. Ich habe einen Doppelgänger. Molly hat mich einfach verdoppelt. Ist das nicht cool? Das erklärt mir einiges. Und jetzt kann ich den ganzen Tag fernsehen und chillen. Und ich bin nicht so allein. 3 Stunden später. Und so viel Fernsehen wird man ganz dusselig. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Fernsehen langsam auch langweilig werden kann. Was mache ich denn jetzt? Es ist so langweilig. Wäre ich doch lieber in die Schule gegangen. Die haben jetzt Spaß und spielen in der Pause. Und ich langweile mich hier. Oh, da kommt jemand. Schnell nach oben. Ach, das ist bestimmt Greta. Hallo Greta. Na, wie war's in der Schule? Ah, der Doppelgänger. Toll, wir haben ganz viele Hausaufgaben auf. Ich freue mich schon, sie zu machen. Hallo, wer bist du und wo ist meine Tochter? Hä? War nur Spaß. Schön, dass es dir heute so gefallen hat. Ach so, dieser Hund guckt schon wieder so komisch. Na klar, ich beobachte dich auch. Hey, da bist du ja endlich. Ich wäre fast aufgeflogen. Echt? Ja, aber nur fast. Es war so toll in der Schule, das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, kann ich. Ich will auch wieder dahin. Ich habe genug von diesem Theater. Molly? Ja, was ist? Kannst du den Doppelgänger wieder zurückzaubern? Ich habe keine Lust mehr dazu. Klar. Na toll, ich wollte doch gar nicht weg. Greta, ich wollte. Wow, was geht denn hier ab? Greta, du hast einen Doppelgänger? Ich wusste es. Ich habe doch gleich gesagt, dass ich dich in deinem Zimmer gehört habe, während du gleichzeitig in der Küche warst. Ja, aber ich will es nicht mehr. Molly macht das jetzt rückgängig. Hokus pokus hinterrück, die Zauberei soll jetzt zurück. Puh, bin ich erleichtert, dass alles wieder normal ist. Hey, ich möchte das auch ausprobieren. Kannst du das mit mir auch machen? Klar, wenn du willst. Lass es, Anna, so schön ist es auch nicht. Das war für mich der langweiligste Tag, den ich je hatte. Hallo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren. Tschüss!